Mein Tag startet mit einem reichhaltigen, guten Frühstück. Wie jeder normale Mensch reise ich morgens ins Büro an. Natürlich nicht wie das Volk auf den Straßen. Meine einfachen Angestellten quälen sich derweil durch den Stau. Tja, lächerlich. Gerne nehme ich im Büro noch ein zweites Frühstück. Da startet der Tag gleich richtig gut durch. Dann beginnt der eigentliche Teil der Arbeit. Meistens fangen wir morgens mit einer Strategiesitzung an und entwerfen die Strategien, die wir an diesem Tag traden wollen. Dabei verwenden wir, sagen wir mal, verschiedene Methoden. Einige sind sehr innovativ und werden sonst kaum von anderen Leuten eingesetzt. Im Untergeschoss bereitet sich das Team auf die kreative Arbeit des Tages vor. Gut entspannt geht es dann ans Trading. Super entspannt sind die immer. Ich weiß gar nicht, wie die den ganzen Tag diesen Stress aushalten. Gut, ab und zu eskaliert die Sache und sie schlagen ein bisschen über die Stränge. Aber bei guten Mitarbeitern sieht man darüber hinweg. Apropos gute Mitarbeiter, wo ist denn eigentlich unser Buchhalter geblieben, der sich immer um diese ganzen Steuergeschichten gekümmert hat? Nun beginnt die eigentliche Trading-Phase. In der handeln wir ganz konzentriert die Strategien, die wir am Morgen entwickelt haben. Bei mir als erfahrener Profi läuft es natürlich wie immer sehr gut. Naja, bei einigen der Kollegen vielleicht nicht ganz so gut. Game over. Natürlich möchte ich dem Kollegen helfen. Deswegen gehe ich zu unserer Abteilung, die sich mit Marktkorrekturen beschäftigt und dort ein bisschen eingreifen kann. Jetzt bleibt nur noch die Tageseinnahmen korrekt zu verbuchen und dann diesen Trading-Tag zu beschließen. So einen erfolgreichen Tag feiert man natürlich gerne mal im Kollegenkreis, natürlich angemessen, stilvoll und gediegen. Trotzdem haben unsere Partys ab und zu die Tendenz, so ein kleines bisschen auszuarten und der nächste Morgen, na, der wird dann meistens nicht ganz so toll. Hey, das gehört aber auch dazu für einen erfolgreichen Trader, nicht wahr? Nach Hause fahre ich heute auch mal mit meinem Zweitwagen, natürlich mit der Luxusausstattung mit feinstem Froschfurzenleder. So, nun wisst ihr, wie der Tag eines erfolgreichen Profi-Traders wirklich aussieht. Vielen Dank übrigens an meinen Drogendealer, dass er dieses Video gesponsert hat.